The Dirt. Die aberwitzige Geschichte von Mötley Crüe. Gelesen von Ralf Richter. Niki. Zu Beginn der Girls-Tour machte ich Schluss mit Vanity. Jedes Mal, wenn sie uns unterwegs besuchte, nervte sie mich, die Band und die ganze Road-Crew, indem sie beispielsweise während einer Probe mit einem Fahrrad auf der Bühne herumkurfte oder irgendwas anderes Blödes tat. Wir hatten sowieso keine richtige Beziehung. Sie hatte durch die Drogen mittlerweile eine Niere verloren und ihre Augen und ihr Gehör waren ebenfalls bereits beeinträchtigt. Jahre später erfuhr ich, dass sie es geschafft hatte, das Ruder herumzureißen. Sie war weg von den Drogen, hatte zu Gott gefunden und war Predigerin geworden. Außerdem trug sie wieder ihren Geburtsnamen, Denise Williams. Jetzt war ich wirklich ganz allein. Ich hatte keine Freundin, meine Großmutter war tot, mein Vater aller Wahrscheinlichkeit nach auch und zu meiner Mutter hatte ich keinen Kontakt. Innerhalb der Band war ich der Einzige ohne Familie, Freundin, Frau oder überhaupt irgendeine Beziehungsperspektive. Aber ich war viel zu sehr drauf, um das zu bemerken. Was die Musik betraf, so fand ich selbst die beiden letzten Alben, die ich geschrieben hatte, grässlich. Berufliche Anerkennung gab es keine. Die Kritiker hassten uns. Ich kam mir vor wie der McDonald's des Rock'n'Roll. Ich lebte ein Wegwerfleben. Man konnte mich nach dem Genuss in den Müll werfen. Nach einem halben Jahr auf Tour war ich derart heruntergekommen, dass sich jeder wache Moment um Drogen drehte. Ich ging auf die Bühne, um Drogen zu nehmen, war backstage sofort auf der Suche nach mehr. Ich gab mein ganzes Tagegeld für Drogen aus und zog von Stadt zu Stadt, um herauszufinden, ob es vielleicht irgendwo eine neue Mischung gab. Heroin, Koks, Freebase, Whisky, Zombie Dust und ihre Freunde hatten mein Leben seit einem Jahr fest im Griff. Es war wie in einer kaputten Beziehung. Je länger sie Teil meines Lebens waren, desto schneller ging es mit mir abwärts und desto weniger Kontrolle hatte ich selbst. Bald wusste jeder, was bei mir lief. Als wir nach einem Konzert in unser Flugzeug stiegen, klemmte an der Windschutzscheibe eine Nachricht der Aerosmith-Gründer Steven Tyler und Joe Perry. Wir seien drauf und dran, uns mit unseren Exzessen selbst zu zerstören, stand da. Und weil sie diese Situation aus eigener Erfahrung kannten, wollten sie uns gern helfen. Früher hatten wir Aerosmith als unsere Idole verehrt, aber wir lachten trotzdem über ihre Warnung, ignorierten sie und gaben uns weiter den selbstzerstörerischen Exzessen hin. Kurz bevor wir nach Japan reisten, gab es in Los Angeles ein Erdbeben. Ich war 3 Tage ununterbrochen wach gewesen und als ich aus dem Haus rannte, griff ich in der Eile nach nichts anderem als meiner Freebase-Pfeife. So wichtig war mir die inzwischen geworden. Ich nahm nicht einmal die Hausschlüssel mit und musste später meine Hintertür aufbrechen, um wieder in die Wohnung zu gelangen. Mir war bewusst, dass mich ein Strudel in die Tiefe riss. Aber wie weit unten wir schon waren, begriff ich erst auf unserer zweiten Tournee, ein höfliches, zivilisiertes Land wie Japan, wo wir mit unseren groben Späßen auffielen wie Clowns auf einer Beerdigung. Schon auf dem Weg von Osaka nach Tokio mit einem der superschnellen Bullet Trains verwandelten Tommy und ich uns in unsere übermächtigen Alter Egos, die Terror Twins. Erfüllt von den magischen Kräften des Zombie Dust fühlten wir uns stärker als ein Hochgeschwindigkeitszug und konnten riesige Linien auf einmal wegschnupfen. Das Zauberpulver gab uns außerdem den Röntgenblick, mit dem wir jede Flasche Sake aufspüren konnten, die sich in diesem Zug befand. Wir rannten durch die Gänge und retteten die Welt, indem wir unsere Erzrivalen, die kopulierenden Superschurken Amy und Mick, beziehungsweise Jonah und der Wal, wie sie nannten, mit Reis und zuckerbestäubten Donuts bewarfen. »Wir hätten euch im Krieg alle umbringen sollen«, brüllte Tommy unvermittelt. Daraufhin schnappten wir beide uns Sake-Flaschen und verpassten einigen Passagieren eine reinigende Dusche. Tommy war angezogen wie eine Domina mit Indiana Jones-Tick und während er durch die Gänge rannte, war von ihm jeder Zentimeter Haut von einem tief ins Gesicht gedrückten Hut, hautengen Handschuhen und einem Mantel aus Jeansstoff, Leder und Kokain verdeckt, der wie das Cape eines Racheengels hinter ihm herwehte. Unser japanischer Promoter, Mr. Udo, war außer sich. »Bitte beruhigen Sie sich«, sagte er streng. »Fick dich«, schrie ich zurück. Dann warf ich eine Pulle Jack nach ihm.
Die Flasche flog nicht einmal grob in die von mir beabsichtigte Richtung. Stattdessen traf sie einen entsetzten Pendler, der mit einer blutenden Wunde am Kopf zu Boden ging. Mr. Udo zuckte mit keiner Wimper. »Ich möchte etwas für Sie tun«, sagte er ruhig. »Aber zunächst einmal setzen Sie sich bitte hin.« Ich ließ mich wieder auf meinen Platz fallen und er drückte mir den Daumen heftig auf eine Stelle an meinem Nacken. Es war ein Gefühl, als ob irgendetwas durch meinen Körper strömte. Eine Flüssigkeit, Blut vielleicht. Und ich sackte völlig entspannt in meinem Sitz zusammen. Meine Superkräfte hatten mich verlassen. Mr. Udo ging zu Tommy hinüber und tat bei ihm dasselbe. Wie wir so da saßen, wurde uns klar, dass die Aktion kein bisschen lustig gewesen war. Stattdessen hatten wir auf den Nerven aller anderen herumgetrampelt, vor allem auf Mix, der so aussah, als würde er den ganzen Kram jeden Augenblick hinschmeißen wollen. Die Tour näherte sich langsam ihrem Ende und jedem hing die Show zum Hals raus. Nicht die Konzerte, aber die Show. Die von Tommy und mir, den Terror Twins. Zwei Kerlen, die so blöd waren, dass außer ihnen selbst niemand über ihre Späße lachte. In Tokio warteten Tausende von Fans auf uns, als wir aus dem Zug stiegen. Ich wollte sie begrüßen. Doch nun löste sich eine Abordnung Polizisten aus der Menge und kam auf mich zu. »Niki-san«, sagte Mr. Udo, »Sie müssen ins Gefängnis. Sie verstehen, nicht wahr?« »Fick dich!« »Nein, Niki-san, das ist sehr ernst. Sie müssen ins Gefängnis.« Jetzt schaltete sich Doc McGee ein. »Ich bin sein Manager«, erklärte er den Bullen, die ihn prompt zu Boden warfen und ihm Handschellen anlegten. Dann kreisten sie mich ein. Und vor all den wartenden Fans wurde auch ich zu Boden gestoßen und in Handschellen gelegt. Dann führten sie mich zum Streifenwagen. Tommy rannte hinter uns her, nervte die Polizisten und schrie, »Nehmt mich auch mit! Wenn er in den Knast muss, dann gehe ich auch, verdammt nochmal!« »Nein, nein, nein«, bellte Doc, der versuchte, eine gewisse Autorität zu vermitteln, was aus seiner Position mit gefesselten Händen auf der Rückbank eines Polizeiautos nicht besonders einfach war. »Reg dich nicht auf! In einer Stunde ist er wieder draußen!« Ein paar Stunden später brachte man Doc und mich in das Büro des diensthabenden Sergeants. Ich trug Lederhosen, hochhackige Schuhe, ein zerrissenes T-Shirt und Make-up. Außerdem war ich verschwitzt und noch immer